Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Haftbefehle nach Anschlag bei Moskau. Ein Gericht ordnete für 4 Tatverdächtige Untersuchungshaft an. 3 der Männer sollen Geständnisse abgelegt haben. Ihnen wird vorgeworfen, an dem Angriff mit mehr als 130 Toten direkt beteiligt gewesen zu sein. Die Terrormiliz IS reklamiert die Tat für sich. Frankreich ruft höchste Terrorwarnstufe aus. Das ermöglicht außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen wie verstärkte Patrouillen der Streitkräfte an Bahnhöfen, an Flughäfen und religiösen Stätten. Die Regierung in Paris verwies auf das Bekennerschreiben zum Anschlag bei Moskau. Derselbe IS-Ableger bedrohe auch Frankreich. Baerbock auf Nahostreise. In Ägypten will die Bundesaußenministerin heute mit ihrem Amtskollegen über Maßnahmen zur Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen sprechen. Anschließend fliegt sie weiter nach Israel. Geplant ist auch ein Besuch im Westjordanland. Die Grünen-Politikerin setzt sich seit Wochen für eine Feuerpause in Gaza ein. Frist für Trump-Zahlung endet. Der ehemalige US-Präsident muss bis heute Abend eine Kaution von mehr als 450 Millionen Dollar hinterlegen. Grund ist eine Geldstrafe aus einem Betrugsprozess, zu der er verurteilt wurde. Sollte die Zahlung ausbleiben, könnten Trumps Immobilien beschlagnahmt oder Konten eingefroren werden. Präsidentenwahl in Senegal. Es zeichnet sich ein Sieg des Oppositionskandidaten Faye ab. In der Hauptstadt Dakar feierten seine Anhänger bereits den Erfolg. Ersten Ergebnissen zufolge führt Faye mit deutlichem Vorsprung vor dem ehemaligen Premierminister Bah. Im Wahlkampf hatte Faye einen Systemwechsel angekündigt. Und das Wetter heute im Norden und Osten noch wechselhaft und hier und da Schauer. Sonst ein trockener Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden und Südwesten zum Teil länger sonnig bei Höchstwerten von 6 bis 14 Grad.